Kurz vor Ostern schaut die Automobilwelt nach New York und präsentiert hier die Neuheiten für den amerikanischen Markt. So natürlich auch VW. Seit 1979 ist er im Programm und hat sich seitdem 14 Millionen Mal verkauft. Allein im letzten Jahr liefen knapp 1 Million vom Band. Hier in New York präsentiert Volkswagen die neueste Version des Jettas. Er ist eine der erfolgreichsten Limousinen weltweit und das wichtigste Modell für VW in Nordamerika. Volkswagen hat das Design des Jetta im Front- und Heckbereich neu gestaltet und gleichzeitig die Aerodynamik um 10% verbessert. Vorne fallen sofort die 3 Querstreben im Kühlergrill ins Auge. Darunter befinden sich Jalousien, die automatisch geöffnet und geschlossen werden können und so die Aerodynamik verbessern. Braucht der Motor mehr Luft, werden sie geöffnet. Ist er kühl genug, werden sie geschlossen und der Fahrtwind wird dann um die Karosserie geleitet. Auf dem Weg verkürzt sich auch die Warmlaufphase des Motors und das verbessert ebenfalls den Verbrauch. Also erstmal haben wir, glaube ich, außen einen sehr guten Job gemacht, das Design aufzufrischen. Wenn Sie das Design sich angucken, dann sehen Sie, der ist in Summe breiter geworden. Er sieht auch tiefer aus, also sportlicher, dynamischer. Innen haben wir ihn ein bisschen aufgefrischt, er hat zum Beispiel jetzt Tuben in der Armaturentafel. Aber besonders stolz sind wir auf die inneren Werte, weil er ist deutlich von den Sicherheitsstandards verbessert worden. Und wir gehen davon aus, dass wir die Top-Ratings hier kriegen von NCAP und IIHS. Dann zusätzlich bieten wir jetzt zum ersten Mal wirklich vollumfassend Fahrerassistenzsysteme hier an. Zum Beispiel Pre-Collision Warning und Blindspot Detection, diese ganzen Features. Und dann zusätzlich ist der Jetta auch von der preislichen Positionierung, darüber reden wir heute zwar noch nicht, ist wirklich eine Value-Story, weil wir hier auch die ganzen Premium-Features zum Beispiel deutlich günstiger anbieten werden in der Zukunft. Mit dem überarbeiteten Jetta gibt es nun auch eine neue TDI-Motorengeneration. So leistet der neue 2.0 TDI Clean Diesel 110 kW und ist rund 7% sparsamer gegenüber seinem Vorgängermodell. Im Innenraum wurde die Ergonomie weiter verbessert. So lässt sich nun an dem neu entwickelten Lenkrad direkt die Geschwindigkeitsregelautomatik bedienen. Die Europa-Version des Jetta wird ab Herbst auch nach Deutschland kommen.